Die Geduldsprobe für die Opferfamilien geht weiter. Wieder dominieren Anträge einen Verhandlungstag. Diesmal sind sich aber die Vertreter der Hinterbliebenen nicht einig. Ein Anwalt der Nebenklage schlägt vor, einen Teil des Verfahrens abzutrennen. Vor 9 Jahren soll die NSU in der Kolbstraße in Köln einen Bombenanschlag verübt haben. Da die Zahl der Geschädigten hoch ist, könnte der Gerichtssaal zu klein sein. Nach längerer Beratung sprechen sich dann doch alle Seiten gegen eine Aufteilung aus. Wir sehen eine große Gefahr darin, das Verfahren von der Kolbstraße abzutrennen. Und zwar ist es oft so, dass dann erst der erste Prozess zu Ende verhandelt wird. Wenn es hier zu einer möglicherweise lebenslangen Verurteilung von Frau Czepe kommt, dann aber das zweite Verfahren von der Kolbstraße gegebenenfalls eingestellt wird. Die Hauptangeklagte Beate Czepe schweigt auch diesmal. Auskunftsbereiter scheint dagegen ein anderer Beschuldigter zu sein. Holger G. soll dem NSU-Trio Ausweise beschafft haben. Wir gehen davon aus, dass unser Mandant zu den Anklagevorwürfen Stellung nehmen wird. Und in welchem Umfang und welcher Intensität das erfolgt, da möchte ich nicht vorweggreifen. Das werden wir dann sehen, wenn der Zeitpunkt überhaupt gekommen ist. Die Stimmung im Gericht ist gereizt. Verteidiger und Richter liefern sich wegen Formalien heftige Wortgefechte. Die inhaltliche Aufklärung der NSU-Mordserie kommt weiter nicht voran.